Litauen hat 98 irakische Staatsangehörige in deren Heimatland zurückgeflogen. Sie hatten ohne Genehmigung die belarussisch-litauische Grenze überquert und Asyl beantragt. Dem wurde nicht stattgegeben. Um ihnen die Rückkehr in den Irak schmackhaft zu machen, sagte Litauen eine Einmalzahlung von 1.000 Euro pro Person zu. Innenministerin Agne Bilotaitė betonte, die Ausschüttung der Prämien und die Begleichung der Flugkosten liege deutlich unter der Summe, die aufgebracht werden müsse, um die Versorgung in Litauen sicherzustellen, wofür rund 11.000 Euro pro Kopf veranschlagt werden. Und man verringere durch die Rückführungen in den Irak Probleme, so Bilotaitė. Nach Angaben der litauischen Behörden leben derzeit 3.166 Menschen in den 5 Aufnahmelagern des baltischen Landes. Insgesamt 537 seien bereits in ihre Heimat zurückgeflogen worden, 55 gegen ihren Willen. Die anderen hatten der Maßnahme zugestimmt. Wir müssen über Integration sprechen, sonst werden sie versuchen, andere europäische Länder zu erreichen, fordert der Vorsitzende des litauischen Parlamentsausschusses für Menschenrechte Bemühungen, Lösungen für die Menschen zu finden, denen Asyl gewährt wird. Mit Lettland und vor allem Polen haben 2 weitere EU-Staaten und belarussische Nachbarländer in den vergangenen Monaten ihren Grenzschutz deutlich erhöht, um illegale Einreise zu verhindern. Die EU wirft dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten, die in die Europäische Union einreisen wollen, angelockt zu haben und als politisches Druckmittel zu missbrauchen.